Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich darüber mit euch sprechen, wie ihr das alte Jahr 2017 rund und schön beenden könnt, um frisch in das Jahr 2018 starten zu können. Ich finde es super wichtig, einfach Altes loszulassen und sich frei zu machen für Neues. Dinge, die passiert sind, sind passiert. Sie sind Teil eurer Vergangenheit. Sie haben aber euer Heute geformt, was aber auch heißt, dass ihr heute euer Morgen formt. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die ich euch auch gerne noch mal unten in die Infobox schreibe. Und nehmt euch einfach so 20, 30 Minuten Zeit, macht es euch gemütlich, sorgt dafür, dass ihr Ruhe habt und dann beantwortet diese Fragen für euch super gerne schriftlich. Ich persönlich finde es auch immer spannend, sich das dann später immer noch mal anzuschauen. Und wie gesagt, ihr könnt so einen Cut setzen, das Jahr beenden, euch frei machen, frei für Neues, was dann 2018 starten darf. Und die erste Frage ist, was habe ich dieses Jahr erlebt? Es ist nämlich super schön, dann mal Revue passieren zu lassen, was ist eigentlich alles passiert, was ist Großartiges passiert und dann auch mal zu sehen, boah, in einem Jahr kann so, so, so viel passieren. Daraus dann abgeleitet die Frage, was habe ich gelernt? Sowohl aus negativen Situationen, was habe ich daraus gelernt, aber auch, was habe ich über mich zum Beispiel gelernt oder über das Leben? Das einfach nochmal so schön zusammengefasst und für sich auch nochmal wirklich auf Papier gebracht. Die nächste Frage ist, was möchte ich im neuen Jahr anders machen? Vielleicht möchtet ihr Dinge verändern an euch persönlich, an eurem Familienleben, an eurem Umfeld, beruflich. Da hinein zählen dann natürlich auch Wünsche, die ihr für 2018 habt, aber auch Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Und das Letzte ist, ich würde mich dann sehr freuen, wenn ihr drei Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Und das ist mit Kindern super, super einfach. Macht auch gerne 10 Dinge daraus, für die ihr dankbar seid. Und so könnt ihr nochmal euch wirklich darauf fokussieren, was ist passiert, was habe ich gelernt, einen positiven Abschluss für dieses Jahr schaffen, um dann neu und frisch in 2018 starten zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Übung. Ihr findet nochmal alle Fragen unten in der Infobox verlinkt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch diese Übung gefallen hat.